Ja, dann. Ja, warte mal, wir haben ja eh wieder ein paar Wälder zur Verfügung, wo wir hinbauen können. Dann gönne ich mir jetzt tatsächlich nochmal so ein Kraftwerk. Und jetzt könnt ihr von mir aus den ganzen restlichen Shit da aufsammeln. Okay. So, jetzt in den Süden runter. Ich will wissen, was das da ist. Da machen wir jetzt noch schnell zu. Sniper is ready. Gut, dann kann uns da schon mal nichts mehr passieren in dem Bereich. Was? Die sich schon wieder so komisch aufgeteilt haben, also das verstehe ich manchmal nicht. Oh Mann. Den schicken wir mal schnell nach hinten, bevor der drauf geht. So, da hätten wir nochmal zwei, da auch nochmal zwei. Dann haben wir da 36 Scharfschützen. Mit denen werden wir jetzt wohl hier aufräumen können, oder? Ah, wir müssen aufpassen, hier sind diese Riesen in der Nähe. Aus Osten! Cool, okay, zieh doch mal zurück. Aus Osten. Ja, jetzt ist die Frage, von wo treffen die uns da? Dann wäre es eher deren Einzugsgebiet oder treffen sie uns hier? Hier wäre halt natürlich fatal, weil wir hier gar keine brauchbare Verteidigung haben, ne? Das wäre eine Katastrophe. Ich habe doch die Gießerei erforscht. Ja, guck mal, was ich da bauen kann. Wo schmeißen wir die denn hin? Schmeißen wir die da so hin? Und dann, wenn wir schon dabei sind... Nein, mir fehlen Steine. Nein, verdammt. Okay, ja. Kommt tatsächlich von da drüben. Das war ja nett. Ja klar, die locke ich jetzt natürlich alle an, die Viecher, ne? So, jetzt legt sie um. Das ist noch gar nicht so schlimm, finde ich. Wir hatten schon mal schlimmere Horden. So, wie schaut es denn jetzt da oben aus? Die sind fertig mit ihrer Produziererei. Dann haben wir da jetzt 46 Scharfschützen. Dann produzieren wir vielleicht für hier unten nochmal. Dass die ein bisschen Verstärkung bekommen nach ihren Verlusten, die sie hatten. Ah ja, genau, Wald. Was haben wir denn da? 9, 8, 8 und da drüben 7. Oh, das mal so. Ah, 9 und 10 geht nicht. Hier wäre es gegangen, aber dann hätte ich den da... Oder warte mal.
wenn ich sage, ich baue den da so hin und den... Ah, hier habe ich keine Baureichweite. Okay. Ja, das war natürlich schlau. Ja. Das war jetzt schlau, ich gebe es zu. Ich hätte hier zuerst aufräumen sollen. Nur ein bisschen beunruhigend, dass hier dieser Riese rumläuft. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite, ich wollte eigentlich schon immer mal wissen, wie das ist, wenn jetzt so ein Riese deine Kolonie angreift. Das täte mich tatsächlich interessieren. So, Lagerhaus wollte ich. Dafür fehlt uns Holz. Nee. Lagerhaus. Wo wollte ich das hinsetzen? Ich hatte irgendeine ganz schlaue Idee. Oder auch nicht. Hier so wäre eigentlich ganz nett. Eigentlich da, aber da ist das Ding im Weg. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, dann lassen wir den halt ein bisschen wandern. Ist das nochmal ein Village of Doom oder was zum Geier ist das? Es raucht und damit irritiert es mich. Du da, genau, pass auf, hier Ingenieurszentrum brauchen wir, denke ich. Ich glaube, ich werde jetzt dann auch mal eine Aufnahmepause machen. So langsam, aber sicher. Ist das so ein Schulbus? Ah, ach so. Ach so, das ist so ein gecrashter Bus mit den... Oder so ein LKW mit den Nahrungsmitteln. Okay. Ja, das Zeug nehmen wir doch natürlich gern mit, ne? Naja, dann könnt ihr hier unten auch noch sauber machen. Häuser aufrüsten. Lagerhalle hier so. Da hätten wir nochmal einen Marktplatz, den wir bauen könnten. Sollen wir den da reinstellen? Ja, ich weiß nicht. Das ist platztechnisch so doof. Wir könnten auf jeden Fall mal hier weitermachen mit den Häusern. Da lassen wir mal wieder frei. Ja, ich denke, das bauen wir auch noch alles zu, oder? Ich glaube, wir werden schon noch genügend Grünfläche finden. Vor allem auf der Map hier. What's up? Any infected around? Roger that. Und mir fehlt wieder Holz. Ja, cool. Ja, genau. Da wollte ich ja noch... Ne, mir fehlt Energie. Für das Holz fehlt mir gerade Energie. Toll.
Building completed. Ingenieurszentrum, was brauche ich dafür? Momentan nur den Strom. Okay. Das nenne ich mal sehr gut. Wenn nur der Strom fehlt, das ist okay. Wir hatten jetzt 3 Villages zerstört. Wo sind die anderen 2? Die müssten eigentlich irgendwo hier sein. So, wo packt man dich denn hin? Packt man dich... Oh, dich packt man da rein. Perfekt. Und dann, was baue ich als nächstes? Achso, dann kann ich die schon erforschen. Okay. Okay. Building completed. Sniper is ready. Kriege ich da noch eine Bank hin? Ich glaube, eine Bank wäre da ganz nett an der Stelle. Wir haben schon wieder keinen Strom. Mann. Nee, Schmarrn, da wollte ich das Ding haben. Muss ich mir merken. Das ist ja langsam wirklich lästig. Würdet ihr mal zusammenbleiben vielleicht? Das, und nicht einfach stehen bleiben unterwegs. Das wäre sehr nett. Jetzt haben wir jetzt da 10 Stück, okay. Da kommen nochmal 9 Stück dazu. So, jetzt aber, das wird das gleich mal vervollständigen hier. Dann können wir hergehen und jede Menge Hütten aufrüsten. Wenn wir das Holz dazu hätten. Ready. Attention. Building completed. So. Okay. Ja, dann lasse ich das ganze Zeug doch noch mal wandern. So ein bisschen zumindest. Straight to the heart. Sniper is ready. Oh, more ore. Sounds interesting. It could be worse. Meine Güte, jetzt haben sie da wieder ein Loch gefunden, wo haufenweise Zombies drin sitzen. Da bleibt die Hälfte der Belegschaft mal wieder stehen. Typisch. Typisch, typisch. Da hätten wir 18 Stück. Es wären inzwischen auch genügend Scharfschützen, dass wir uns mit den Riesen anlegen können. Oh, warte, wir können Titans erforschen, oder? Da. Sehr schön. Und ich leiste mir doch tatsächlich... Tatsächlich nochmal ein Kraftwerk. Das stelle ich aber, glaube ich, hier unten irgendwo hin. So. Dann unsere liebe Mauer. Die muss dicker werden, weil es kann durchaus sein, wenn der Typ hier rumwandert, dass er uns entdeckt und dann da angreift. Das wäre... Ich glaube, das ist ein Albtraum, wenn der das macht, aber es wäre auch irgendwie ziemlich cool. Ich
Wir könnten jetzt natürlich hergehen und die Mauer hier lang ziehen und dann da lang wandern lassen. Dann hätten wir nämlich hier die Fläche noch zur Verfügung. Ne? Das wäre, glaube ich, dass man da so lang baut. Ja, das sollten wir auch irgendwie mal einnehmen. So, wie schaut es jetzt so aus? Ihr seid auf den Scharfschützentrupp gestoßen, das ist schön. Dann könnt ihr mal wieder zurück. Titans! Titans! Was brauche ich jetzt für Titans? Wahrscheinlich Öl, oder? Ja, wir brauchen Öl. Our forces are in danger. Let's go. So many targets, gotta love it. So, Hütten. Diese Hütten, diese Hütten. Dann machen wir hier gleich mal eine Zweiermauer draus. Alter, boah, also das Geflacker, das wird ja langsam echt widerlich. Ich kriege ja noch Augenkrebs. Ich weiß gar nicht, ob wir echt versuchen sollen, mit den Scharfschützen den Riesen da drüben anzugreifen, weil 39 Stück, das wird nicht ausreichen. Ja, ja. So, dann können wir da weiter vor. Wir können hier mal ein bisschen weitergehen. Wo denn? Ach du Scheiße, da drüben. Ja, genau. Genau, das machen wir jetzt. Pass mal auf. Wir gehen mit den Scharfschützen jetzt da raus, räumen hier mal auf. Und dann können wir uns da ein bisschen ausbreiten. I need to kill something. Okay. Attention. Technology research finished. So, wir können die ersten Ölplattformen bauen. Super. Super, super. Da war noch eine. Waren das nur die zwei? Echt? Entweder waren es wirklich nur die zwei oder ich übersehe gerade eine. Das kann sein, aber... Huh. Interessant. So, wo seid ihr? Da seid ihr. Let's go. I need to kill something. Okay, dann holen wir uns das ganze Zeug hier. Wir holen uns das ganze Zeug hier. Hier möchte ich auf jeden Fall zubauen. Aus Norden. Okay. Gut, dass wir hier gerade 67 Scharfschützen haben. Die Zeit reicht nicht, um hier großartig was... Oh mein Gott, warum wählt der immer die Einheiten bei sowas aus? Hier geht's um die Mauern, Leute. Da bin ich mir dann doch ziemlich sicher, dass sie uns hier irgendwie treffen werden. Weil die Frage ist... Scheiße, das ist alles noch so offen. Okay, gib mal alle da hinter die Mauer. Bogenschützen weg. Ach mein Gott, kommt schon. Dass eine Ding da jetzt im Weg steht, weißt du?
Ich meine, ich weiß ja nicht, wie groß das diese Horde ausfallen wird, aber ich schätze mal, die wird nicht unbedingt klein sein. Ja, ja. Sollen sie das Ding ruhig angreifen? Jetzt sag mir bloß nicht, dass die an dem Giganten da oben festhängen. Das wäre ja lustig. Irgendwie brauchen sie schon ganz schön lang, ne? Ah, ne, da kommen sie. Okay. Wie schaut's denn aus? Können wir Titans bauen? Wir können Titans bauen. Spuck mir die Titanen aus. Mit Titanen gegen Titanen. So schaut's aus. So. Na dann, Scharfschützen, waltet eures Amtes. Die nehmen da... Guck mal, die schleifen dann ins Spitter mit. Ui, 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 da ist aber einiges los. Ja, da ist gut was los. Ups, da ist wirklich viel los. Jungs. Alter Falter. Ja, da können die auf jeden Fall gut aufleveln. The mighty Titan is here. Ein Titan? Wo? Wo ist mein Titan? Is it tea time already? Ja, es ist Teezeit. Sieh zu, dass du da hochkommst. Wie viel produziert ihr noch? Einen jeweils. Okay. Ja, wobei, ich glaube, die Scharfschützen sind fertig, bevor der Titan da oben ist. Das ist ja langweilig. Oh, Mist, mir fällt gerade auf, wir haben uns überhaupt nicht ums Eisen gekümmert. Doof. Das ist allerdings sehr doof. So, was haben wir denn jetzt hier oben? 121 Scharfschützen und ein paar Titans. Der Bereich hier wird jetzt auch langsam mal gesichert. Dann können... Ja, ja, die können alle weg. Wer kann mal weg? Bogenschützen. Ihr könnt mal zusammen durch die Gegend cruisen. Dann würde ich sagen, Scharfschützen da raus. Kann ich noch einen Titan bauen? Nee, wir brauchen mehr Öl und mehr Eisen. Wir sollten vielleicht dieses Ölfeld da noch... Ja, wobei... Da hätten wir noch eins, das könnte man sichern. Wir haben doch hier Bogenschützen. Pass mal auf, die da oben, die brauchen wir auch nicht mehr. Die Gegend könnten wir uns holen. Und zwar mit Hilfe unserer Titanen. My machine is ready. The mighty Titan is here. Hello. Drei Titans, cool. Okay, warte mal, ich baue da schnell ein Tor rein, dass der da schneller durchkommt. Oh, das kann lustig werden. Hier eine Verteidigungslinie bauen. Am Maprand. Ja. Naja, naja. The world looks so tiny from up here. Warte, einer geht, glaube ich, noch. Ja, perfekt. Hello. Oh, hello. Oder wir sichern uns das Ding da oben
Oder wir... Ach, ich weiß nicht. Wir machen jetzt da auf jeden Fall mal zu. Hier so. So. Ich weiß, ich habe gerade die Titanen ausgesperrt. Hey. Weltmeisterleistung. Aber die sind ja mobil ganz flott unterwegs, also glaube ich, werden die Jungs das überleben. So, ja gut, Titans, ich hätte euch mal gern da unten. Was macht denn die Bogenschützin da? Okay, lustig. So, eigentlich kann das alles weg und wir können uns ausweiten, aber da oben... Naja. Ich glaube, wir fangen mal an, die zwei Riesen da oben auszulöschen, dass wir im Norden ein bisschen weiter expandieren können, weil in südlicher Richtung sind wir schon sehr stark. Aber der Rest gefällt mir halt noch nicht. Hello. So, einmal Bogenschütze. Okay. Ja, dann hätte ich mit den Titans hier eigentlich gar nichts sichern müssen. Hier mache ich dabei jetzt mal den da. Schaut's aus. Einer noch. Fünf Titans, sechs Titans. Mit sechs Titans und 121 Scharfschützen gegen die Giganten kämpfen. Wird bestimmt lustig. Aber weißt du was? Das machen wir, glaube ich, ein andermal. Ich werde jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause machen. Und dann sehen wir uns einfach mal beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht. Also bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.